So, hi ho und willkommen zu meinem letzten Video der Reihe und zwar zu meinem Fazit. Also ich muss sagen, teilweise hat sich es vielleicht negativ angehört, aber teilweise eben auch positiv. Und ich muss für mich sagen, viele Sachen haben sich geändert, viele Sachen sind schlechter geworden, einige Sachen sind auch wieder besser geworden. Und man kann alles in allem sagen, ja, die alles verändert sich mit der Zeit und mit der Entwicklung. Und alles, was sich ändert, ist ja an sich erstmal eine gute Sache, weil oft ist es so, dass es sich ins Positive ändert. Zwar schmecken dann zum Beispiel jetzt Kaugummis oder Eis oder irgendwas anders, aber dafür hat es dann auch weniger Schadstoffe drin. Oder weniger Zucker oder weniger Fett. Und es ist ja dann eigentlich eine positive Sache für den Körper. Oder vielleicht hat man sozusagen früher die Kleidung, andere Kleidung getragen und trägt jetzt wieder die Kleidung von jemandem anders nur immer wieder auf und adaptiert alte Systeme wieder in die neuere Zeit. Und das ist ja auch was Positives, vor allem heutzutage, wo es ganz oft so ist, dass die Kleider produziert werden und dann wieder und dann in dem Moment, wo sie produziert werden, wird schon die nächste Charge produziert und man dann uns dann Giftstoffe drin hat und alles und das ist dann eigentlich nicht gut ist für den Körper und auch nicht für die Umwelt. Und da finde ich es gut, wenn man auch manchmal wieder zurückkehrt zu Sachen, die man mal gemacht hat. Was ich aber auch für mich so in dieser Reihe festgestellt habe, ist, dass ich halt unglaublich Hunger habe. Ja, die Videos sind alle an einem Tag entstanden und ich könnte gerade gefühlt unseren ganzen Kühlschrank leer mampfen. Und ja. Ja, was kann ich noch sagen? Für mich, alles in allem, hat die Zeit viel verändert, auch vieles ist auch gleich geblieben und viele Sachen sind schöne Erinnerungen. Und einige schöne Erinnerungen finde ich auch schön, wenn ich sie in der heutigen Zeit sozusagen für mich wiederfinden würde, wie zum Beispiel also den Pudding. Den hätte ich gerne wieder. Ja. Charming-Klopapier zum Beispiel gibt es noch heutzutage. Das gibt es nur noch in den USA und dann muss man unglaublich teure Exportkosten draufzahlen. Ich glaube, da kostet dann eine Packung 40 Euro und das finde ich dann doch etwas zu heftig. Weil manchmal muss man auch einfach akzeptieren, dass alte Erinnerungen vergangen sind und wenn man das dann einfach so akzeptieren kann, dann kann man sich neue Dinge suchen. Und dann hat man neue Erlebnisse und ist doch auch was Schönes. Und dann kann man in ein paar Jahren wieder sagen, ich weiß noch damals, als ich dann so um die 29 war und ich das neue Klopapier gefunden habe oder als ich dann den neuen Kaugummi gefunden habe. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten regulären Video, das dann hoffentlich in einem kälteren Wohnung produziert wird. Und ja, ich ziehe mir jetzt ein ganz kurzarmiges T-Shirt an oder besser gesagt, ich ziehe mir jetzt alles aus, was nicht nötig ist, damit ich aufhöre zu schwitzen. Also dann, wir sehen uns nach dem Sommer wieder. Bis dann, tschüss.